Frohe Gromnitze! Ihr Lieben, heute ist ein wunderbarer Feiertag. Heute feiern wir Gromnitze oder auch Imbolc nach dem keltischen. Morgen wäre dann Maria Lichtmess im katholischen Kalender, aber es geht hier um den gleichen Feiertag und die gleichen Prinzipien sozusagen, ja, denn zugrunde aller kirchlichen Feiertagen, zugrunde aller keltischen Feiertagen liegen die Ereignisse in der Natur. Und wir befinden uns genauso mitten zwischen Wintersonnenwende und dem und der Tag- und Nachtgleiche, also zwischen der Frühlingstag- und Nachtgleiche. Und das ist ein Feiertag, auch man sagt so des inneren Kreises. Also da haben wir die Wintersonnenwende gefeiert schon und da dann das nächste wäre, also Sonnenfeiertag wäre Tag und Nacht gleiche, das ist dann die Ostara, also Ostern kommt auch davon, dass das wurde von der Kirche als Ostern übernommen, das ist Ostara-Fest und zwischen, genau dazwischen liegt Imbolc. Bei der Wintersonnenwende, die Wende oder auch, also wie ich schon damals erzählt habe, bei manchen Kulturen sagt man Stehenbleiben der Sonne. Weil es eben so 3 Tage gebraucht, bis so diese Wende so richtig stattfindet. Und für 3 Tage war die Sonne wie gestorben, also wie eingefroren auf dem gleichen Bahn. Ja, es geht hier um den Laufbahn. Natürlich geht die Sonne jeden Tag auf und jeden Tag unter, aber es gibt ja immer so diese Bahn, was die Sonne durchgeht. Und jetzt im Winter ist diese Bahn ziemlich niedrig, die geht sehr, sehr tief am Horizont vorbei sozusagen und im Sommer ganz hoch. Und genau darum geht es, also dass jetzt diese Bahn wird immer höher und höher und höher und höher und dadurch der Tag immer länger und länger und länger und länger, bis wir dann die Tag- und Nachtgleiche erreicht haben und dann gibt es dann die Sommersonnenwende, wo es wiederum darum geht, dass ab jetzt werden die Tage immer kürzer. Und so geht das eigentlich durch. Also entweder die Tage werden länger oder die Tage werden kürzer. Und dann gibt es eben noch diese zwei, wo Nacht und Tag genau gleich lang sind. Und dann gibt es ein halbes Jahr, wo die Nacht halt länger ist als der Tag und ein halbes Jahr, wo der Tag ist länger als die Nacht. Genau, und so sind dann die Hauptsonnenfeste und dann gibt es dazwischen dann auch immer so diese Feste des inneren Kreises, sagt man auch dazu. Und heute ist Imbolc. Und im Slawischen wird dieses Fest Gromnitsa genannt. Gromnitsa kommt aus dem Wort Grom. Grom heißt Donner. Und dieser Tag ist auch dem Gott Perun gewidmet, dem Gott des Donners. Da zeige ich euch ein paar Bilder von ihm. Zum Beispiel da ist Perun. Gott. Er hat sich auf der Schulter und auf dem Arm verbrannt. Haha, verbrannt. Na eben nicht. Also der wirft wieder Zeus zum Beispiel, ja, oder auch wieder Thor wirft die Blitze. Also er verbrennt sich nicht, weil das macht er ja. Also er wirft die Blitze, hat auch so diese Flügel oft, also wird er mit den Flügeln. Deswegen habe ich heute meine Flügel da an, also meine Ohrringe, Wings-Ohrringe, um ihn zu ehren. Und hat auch eben so ein, also der Thor hat ja einen Hammer und in dem, also der slawische Perun hat so eine Axt. Aber er ist nicht immer mit den Flügeln, also mit diesem Helm, mit den Flügeln abgebildet, also manchmal einfach auch so. Aber das ist eben Gott, der Donner verursacht, also durch die Blitze, die er mit denen er da so herumschießen kann. Und
Es wird gesagt, dass an diesem Tag, wobei wir wissen ja, also solche wichtige Tage hat man nicht nur an einem Tag gefeiert, sondern eine Woche lang mindestens. Auch bei Peronizi ist das auch so. Also die feiert man so 6-7 Tage lang. Und es geht genau darum, dass Perun so zum ersten Mal kommen die Götter von Praif, also von dieser oberen Welt, wo sie so für den Winter sind sie alle so wie diese Flugvogel in Süden gezogen, da kommen sie langsam sozusagen zurück. Also so wie eben also jetzt kommen sie zurück und da erscheint eben Perun zum ersten Mal. Wir wissen von Veles. Veles bleibt aber über den Winter auch bei den Menschen. Also der ist Gott aller drei Welten und geht nicht, also im Winter verlässt er die Jaf, diesseits, also die menschliche Welt auch nicht. Und manche sagen, hier ist so der Kampf von Perun mit Veles, wobei das sind zwei Brüder. Oder man sagt auch, das ist die Begegnung. Und so heißt auch dieser Feiertag jetzt auch im Slawischen, vor allem im Kirchlichen, wird dieser Tag als Sretenje genannt, nämlich die Begegnung. Die Begegnung eigentlich vom Winter und Frühling, von Mara Morena, von die Göttin des Winters, des Todes auch, ja, und die Lela, das ist die Tochter von Lada und die Frühlingsgöttin. Also das sind so diese ersten Begegnungen, ob man das so als Kampf bezeichnet oder nicht. Es wird gesagt, dass an diesen Tagen oft ein Donner zu hören ist, also dass da so ein Wintergewitter stattfinden kann. Aber auf jeden Fall ist dieser Tag den Kerzen gewidmet. Und zwar, an diesem Tag macht man ganz besondere Kerzen. Entweder man macht sie gleich und tut sie gleich aktivieren, oder man hat sie vorher schon gemacht und aktiviert sie jetzt, indem, also zum Beispiel so eine Kerze. Und es geht hier um eine Trinität. Also normalerweise nimmt man drei Kerzen. Ich habe jetzt auch, sie sollen ein bisschen warm sein, damit sie so biegsam sind. Ich habe jetzt gerade so meinen warmen Tee und ich kann sie ein bisschen aufwärmen bei dem da am Glas. Man nimmt die Kerzen und dreht sie zusammen. Und je nachdem, wie man sie dreht, wird es eine reinigende Kerze sein, eine Kerze, die etwas so weggibt, wegzieht, also reinigend oder heilend im Sinne, dass man sagt, okay, ich habe da eine Krankheit oder ich habe eine schlechte Gewohnheit, die ich loswerden will. Und dann wird eine Kerze gemacht und zwar so, dass man mit der oberen Hand im Uhrzeigersinn dreht. Ja, und man verdreht so die Kerzen so zusammen. Und dann ist das eine Kerze, wenn man von oben schaut, da die Kerze selber geht, eigentlich dreht sich gegen Uhrzeigersinn. Und wenn die Kerze sich so von oben gesehen, ja, so wenn sie dann brennt, wir sehen, da sind diese Spirale geht gegen Uhrzeigersinn und dann ist das eine reinigende Kerze, eine Kerze, die etwas wegnimmt, eben so eine schlechte Gewohnheit oder eben so eine Krankheit kann man da wegschicken mit so einer Kerze oder auch einfach etwas reinigen. Also unten mache ich dann noch auch meistens so ein Boden und das steht auch sozusagen so, dieser Boden steht für den Alatirstein,
von dem haben wir auch schon mal gesprochen, auf diesem Stein ist die Weltenesche gewachsen und so repräsentiert auch die Kerze, indem sie so dreifältig ist, steht sie auch so als Symbol für die Weltenesche, für den Weltenbaum, für die drei Welten, Yajf, Najf und Prajf, also die obere, untere, mittlere Welt, die zusammenkommen. Die Kerze kann man auch als ein Zopf machen. Da ist das dann vielleicht, wenn wir da noch mehr so als Baum können wir das so auseinandernehmen. Bei der Kerze, bei einer so geflochtenen Kerze, müssen wir halt gleich aufpassen und markieren. Denn es gibt auch zwei Arten zu flechten. Und bei einer Art wird man eben, also macht man eine reinigende Kerze und bei der anderen eben so eine Kerze, die anziehend ist. Also in dem Fall, wenn wir sie drehen, dann müssen wir dann gegen Uhrzeigersinn drehen mit der oberen Hand. Oder wenn wir flechten, dann flechten wir so, dass da werde ich auch gleich dann den Boden drauf aufsetzen. Wenn ich so flechte, dass die Kerzen, dass die so diese einzelnen Kerzen zu mir, ja, also die nehme ich zu mir, dann ist das eine anziehende Kerze, also so nach oben. Oben. Und wenn ich die jetzt aber umdrehen würde und die Kerzen so weg von mir geben würde, nach unten falten, dann wäre das eine Kerze, die abgibt, eine reinigende Kerze. Und eben die Kerze, die anziehen soll, und die kann alles Mögliche anziehen, also Gesundheit und Wunscherfüllung, also wenn man einen bestimmten Wunsch hat, Wohlstand und Geldfluss und alles Mögliche kann man sich bei solchen Kerzen dann auch wünschen. Oder Freundschaft anziehen, wenn jemand da so ein bisschen einsam ist, dann kann man sich alles wünschen und dann macht man eben die Kerze so, dass die... Wie jetzt Geldfluss? Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Und das ist wahr geworden mal? Ja, natürlich. Schau, die ist jetzt nicht so hübsch wie die, weil die waren... Man kann sich ein Pony wünschen? man kann sich alles wünschen, allerdings sagt man dann immer dazu, wenn man wünscht, sagt man zu meinem Wolle und Wolle meine geliebten Menschen oder meine Mitmenschen, meine Familie. Ja? Wenn ihr einen Wunsch euch für euch in Erfüllung bringen wollt, und da gibt es verschiedene Methoden, ja, wir haben ja auch Neurografik uns auch schon angeschaut, man kann sich alles wünschen, aber nicht alle Wünsche sollen in Erfüllung kommen, und das wissen die Götter, das weiß die Schöpfung viel besser für uns, das heißt, wir können uns etwas wünschen, und wichtig ist, dass man dann dabei sagt, zu meinem Wohle und wohle meine Mitmenschen, dann weiß das Universum eben ein bisschen so, also da die Götter sehen das so alles ein bisschen so von eine höhere Perspektive, haben da ein bisschen mehr im Blick, und dann heißt es eben, dass wenn der Wunsch tatsächlich gut für mich ist, dann wird er in Erfüllung kommen. Und manche Wünsche kann man sich wünschen, aber die müssen nicht unbedingt in Erfüllung kommen. Und damit soll man auch sozusagen, also damit soll man auch rechnen, ja? Man kann sich wünschen und eben mit diesen verschiedenen, ja, das sind magische Werkzeuge, die wir haben, kann man sie dann auch dem Universum mitteilen, weil das ist ja nichts anderes als wir verwenden etwas, um dem Universum mitzuteilen, das ist mein Wunsch. Und das geht mit so einer Kerze ganz schnell und ganz leicht.
Geht es auch, wenn man einfach einen Zettel aufschreibt und verbrennt? Weil ich glaube, ja, genau. Da gibt es ganz, ganz viele Methoden. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr dabei denkt und vielleicht auch sagt, zu meinem Wohle und Wolle meiner Mitmenschen soll dieser Wunsch in Erfüllung kommen. Und wenn wir, also wenn wir so eine Kerze, eine magische Kerze machen, dann aktivieren wir diese Kerze dadurch, dass wir sie einfach anzünden. Ja, entweder das kann sein, dass ich, also ich kann jetzt einfach mit einem Zünder sie anzünden, wobei, wenn ich da beim Ritual, ich habe ganz furchtbare Zünder da, genau, wenn ich bei einem Ritual das mache, dann habe ich einfach eine besondere Kerze, die jetzt schon brennt. Das ist auch so eine meine Ritualkerze. Und wichtig ist, dass diese Kerze, also und außerdem, also ich sage da schon so mein entweder Gebet oder ich sage ja diese Kerze, das ist jetzt eine reinigende, jetzt kann ich zum Beispiel diese Kerze so aktivieren, dass sie mein Haus jetzt reinigt. Ja, also diese Kerze soll mir beim Haus reinigen und mein Haus reinigen, bei der Reinigung des Hauses behilflich sein. Ich lade alle Elemente, ich lade das Feuer, das Wasser, Luft und Erde dazu, alle meine Helfer, dass dieses Ritual der Reinigung bei uns mit viel Freude abläuft und dass wir schnell mit der Aufgabe fertig sind. Und jetzt darf ich die Kerze nicht ausblasen. Ich muss jetzt die Kerze entweder so mit meinen Fingern ablöschen oder ich nehme so einen, da gibt es so spezielle Kerzenlöscher, die man auf die Kerze drauf gibt. Es ist, man darf eine magische Kerze, also eine Kerze, die für etwas Spezielles aktiviert war, nicht auslöschen. Man darf nicht drauf blasen. Also man darf sie auslöschen, eben so mit den Fingern oder mit einem Löscher. Aber man darf auf sie nicht blasen. Denn wenn wir blasen, also mit unserem, das ist unser so Lebenshauch, unser Atem. Und unser Atem, mit unserem Atem können wir alles wegblasen. Alles, was wir schon rein programmiert haben, wird einfach gelöscht mit unserem, mit dem Blasen. Und wenn wir das wissen, dann wissen wir jetzt, warum wir auf ein Wehwehchen blasen. Jetzt ist diese Kerze reinprogrammiert für das Reinigung für die Reinigung des Hauses. Und so beginnt man auch eigentlich also dieses Imbolc oder dieses Gromnitzer-Ritual, also dass man durch das Haus geht und das ganze Haus reinigt. Und da gibt es auch ein spezielles, so ein Zeichen. Ja, da sind wir ja jetzt schon fast wie beim Harry Potter. Und das Zeichen heißt Perunica. Und es geht also es geht so von rechts runter nach links, dann gerade wieder nach rechts und wieder runter. Ja, also das ist dann so eine Siegrune. Also eine Rune, die wir zum Beispiel bei dem Strom, bei der Stromleitung sehen. Das nennt man Siegrune und das ist die Rune von Perun. Die Rune, die eben also so die Kraft des Feuers darstellt. Und so kann man eben das ganze Haus umgehen mit einer so besonderen Kerze, also die für Reinigung da steht, eben sozusagen so jede Ecke des Hauses segnen. Und an diesen Tagen macht man dann so viele Kerzen, die für das ganze Jahr ausreichen soll. Also diese besondere Kerzen für die besonderen Anlässe, für alle Feiertage des Jahres und für alle Anlässe sozusagen, da bereitet man sich die Kerzen jetzt schon so in diesen Tagen vor und hat dann einen ganzen Vorrat an Kerzen schon parat. Also ich verwende dafür so solche Bienenkerzen, das sind eigentlich, ich glaube, eher so die Wachs, genau, Bienenwachskerzen.
Beziehungsweise ich habe so auch Wachsblättchen, die man einfach rollen kann. Und ja, so ist es. Also das ist Imbolc, das ist Gromnitzer. Beim Imbolc, da geht es um eine wunderschöne Göttin, Brigitte oder Brigitte. Das könnt ihr dann selber recherchieren. Ich habe euch heute von Gromnitzer erzählt und ich hoffe, ihr genießt diese Tage, die jetzt kommen. Schaut auch, ab jetzt sieht man auch, wie das Licht zunimmt. Ja, also ab jetzt ist wirklich so dieses, das können wir so richtig merken. Gleich nach der Sonnenwende, nach der Wintersonnenwende, waren die Tage noch immer so kurz und man hat kaum gesehen, kaum das merken können, dass die Tage jetzt länger werden. Aber jetzt haben wir so eine Kurve erreicht, wo die Tage wirklich so um 3 Minuten gleich, also länger werden, und das ist sichtbar, also sichtbar, wie das Licht auch eine andere Qualität ist und dass es, auch wenn der Schnee noch liegt, dass das so irgendwie so eine Frühlingsstimmung schon da ist. Okay, ja. Die anderen, habt ihr einen wunderschönen Tag, habt eine wunderschöne Gromnitzer und horcht, vielleicht donnert es bei euch dann auch. Ciao, ciao. Tschüss, danke. Tschüss. Tschüss.